Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Zeit. Was ist Zeit? Zeit ist ein Hilfsmittel der Dualität und dient der Reduktion von Komplexität. Sie ist ein Hilfsmittel, um euch als Mensch zu orientieren und unterstützt euer lineares Denken. Das ist ein wichtiges Merkmal zur Unterscheidung zwischen Dualität und Wirklichkeit. In der Wirklichkeit gibt es keine Zeit. Zeit existiert nicht. Alles befindet sich im Hier und Jetzt. Es existiert auch kein lineares Denken. Euer Zeitempfinden ist, genauso wie das Ego, nicht in der Wirklichkeit vorhanden. Ihr habt aber in der Dualität die Möglichkeit, Zeit zu beschleunigen. Ihr könnt eure Entwicklung, eure Heilung und euer Erwachen beschleunigen. Kein Leid, keine Herausforderung muss ewig dauern. Wie könnt ihr beschleunigen? Indem ihr in die Absicht geht, hinter die Dinge zu schauen, euch von der Dualität zu distanzieren und die Dinge vom Standpunkt der Wirklichkeit aus zu betrachten. Indem ihr einen anderen Blickwinkel von Situationen bekommt, anschauen, erkennen, loslassen, heilen. So könnt ihr sofort die Lösung herbeiziehen. Das Betrachten der Wirklichkeit erfordert Loslassen. Ihr schaut euch eine Situation vom Blickwinkel der Wirklichkeit an. Erkennt die Seelenverträge, erkennt, was ihr lernen sollt. Dadurch könnt ihr verzeihen. Lasst Zorn und Frustration los und könnt so Heilungsenergie und die Lösung in euer Leben eintreten lassen. Ihr findet Frieden mit dieser Situation, könnt das Vergangene endlich loslassen und euch für das Neue öffnen. Es ist so wichtig, das Loslassen. Schafft ihr es zu verzeihen, Frieden mit der Situation zu finden und loszulassen, können sich die Türen öffnen. Lösungen finden sich ein. Neue Perspektiven und Möglichkeiten öffnen sich für euch. Die Dinge können sich schlagartig zum Positiven wenden, weil ihr begriffen habt, Zeitbeschleunigung findet statt. Je öfter ihr euch von der Dualität distanzieren könnt und die Dinge vom Blickwinkel der Wirklichkeit aus betrachtet, desto schneller könnt ihr die Dinge beschleunigen und desto schneller entwickelt ihr euch. Ihr selbst bestimmt das Tempo eurer Entwicklungen, eures Lebens. Niemand kann sagen, wie lange ihr in dieser oder jener Situation verharrt, wann endlich die Heilung oder Lösungen kommen. Niemand. Weil ihr es selbst seid, die das Tempo eurer Entwicklung bestimmen. Darum seid ihr in der Dualität eure eigene Zeit. Je schneller ihr euch immer wieder von der Dualität distanzieren könnt, desto schneller könnt ihr manifestieren und heilen und euch für die Wunder in eurem Leben öffnen, die ihr als Seele für euch festgelegt habt. Und ihr habt vor eurer Inkarnation nicht nur die Herausforderung festgelegt, sondern auch viele Belohnungen, schöne Erlebnisse, die der Meisterung der scheinbaren Schwierigkeiten folgen. Deshalb seid ihr in der Dualität die Zeit selbst. In Wirklichkeit gibt es keine Zeit, sondern nur das Hier und Jetzt.